Was ist Propaganda und was ist Realität bei diesem gestern mit so großem Brimborium unterzeichneten Phase 1-Deal? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, jenseits der Tatsache, dass das, was Trump und die Seinen da abgeliefert haben, schon über die Grenze der Unhöflichkeit hinausgeht. Da wird jeder drittklassige Hinterbänkler namentlich erwähnt und wie toll und so weiter. Und die Chinesen hören sich das an und denken sich, mein Gott, was haben wir da eigentlich uns angetan? Gestern Hu Xijin in einem Tweet, ja, das hat ja länger gedauert, diese Veranstaltung, als ein zweiter Handelskrieg dauern würde. Also man ist da schon durchaus ein bisschen genervt gewesen, aber hat sich gesagt, okay, wir bringen diese ganze Geschichte hinter uns. Schauen wir uns mal so ein paar Kernpunkte an. 200 Milliarden Dollar sollen es sein in den nächsten 2 Jahren. Das ist angesichts der Größe beider Ökonomien eigentlich jetzt nicht so wirklich gerade das ganz große Ding. 30 Tage nach Unterschrift wird es überhaupt eintreten, wirkmächtig werden. Das heißt, der Vertrag wird dann 30 Tage nach Unterzeichnung sozusagen wirkmächtig. Und ansonsten ist eben sehr, sehr auffällig, wenn wir uns hier die Zahlen mal anschauen, dass jetzt im ersten Jahr, nämlich 2020, nur 76 Milliarden hier zu erwerben sind seitens der Chinesen. Hier Agriculture 12,5 Milliarden, auch das ist jetzt nicht so ein Riesenbatzen, muss man sagen. Und im zweiten Jahr 123,3 Milliarden, das ist schon ein bisschen auffällig. Mithin hält sich da Peking also vielleicht so ein bisschen die Hintertür auf, weil man sagt, naja, wir können ja jetzt im ersten Jahr noch gar nicht so viel hier kaufen. Aber auffällig ist, dass möglicherweise China darauf spekuliert, dass man dann im zweiten Jahr mit einer anderen Administration verhandeln kann, außer den USA. Trump ist sicher hundertprozentig sicher, dass er die Wahlen gewinnt, aber bis November, bis zu den Wahlen, da ist noch ein bisschen hin, da kann viel passieren, da kann sich die Stimmung drehen. Schaut man sich die Reaktionen aus Peking an, zum Beispiel in der Global Times, da wird dann die Frage gestellt, ja, was ist denn, wenn die Amerikaner sich weigern zu verkaufen und China nicht kaufen kann? Man stellt also hier Dinge in Frage, was wäre denn, wenn hier all das müsse nach WTO-Prinzipien funktionieren, also deutlich relativierend hier die ganze Geschichte. Hier sagt man zum Beispiel in diesem anderen Tweet, dass die Phase 2 Verhandlungen für diesen Phase 2 Deal noch lange nicht beginnen können. Dazu müsste man erstmal abwarten, wie jetzt dieser Phase 1 Deal entwickelt. Das widerspricht diametral den Aussagen der Amerikaner gestern, Mike Pence gestern in Fox. Das hat auch die Futures ein bisschen angehoben, weil er gesagt hat, ja, wir werden jetzt sofort beginnen mit den Verhandlungen für den Phase 2 Deal. Vergessen Sie es, vor den Wahlen in den USA dürfte da nicht allzu viel passieren. Mike Pence übrigens auch mit der Aussage, wie großartig die Wirtschaft dastehe in den USA, es boome etc. etc. Schauen wir uns mal die Eisenbahntransporte an. Wieder rückläufig um fast 10%. Wirklich alle Güter von Kohle über Chemikalien etc. etc. Und es ist nicht so, dass das plötzlich jetzt alles per Flugzeug transportiert werden könnte oder anderweitig. Dementsprechend zeigt das, dass die Binnenwirtschaft in den USA durchaus schwächelt. Auch der Cass Freight Index ist jetzt auf dem tiefsten Stand seit der Finanzkrise. Das muss man sich vorstellen, nämlich im Dezember 2019. Also wir sehen, dass diese Ökonomie, die vor allem durch die Aktienkurse so glänzend zu boomen scheint, dass die untergründig schon durchaus ihre Risse hat. Und heute wirklich sehr, sehr wichtig werden die US-Einzelhandelsumsätze um 14.30 Uhr, weil da das gesamte Weihnachtsgeschäft abgedeckt ist. Und wir hatten gestern schon Zahlen ja, von Target, die enttäuschend waren. Und das, obwohl Target im Online-Bereich wahnsinnig stark ist, davor schon Zahlen von Kohl's, JCPenney und so weiter, die waren wirklich nicht besonders gut. Das könnte darauf hindeuten, dass der US-Konsument ein bisschen Schwierigkeiten hat. Schauen wir uns mal hier die Einzelhandelsumsätze der letzten Monate an. Dann ist das jetzt auch nicht gerade so, dass diese Konsumökonomie, über 70% der US-Wirtschaft sind ja Binnenkonsum, dass die gerade boomt. Und schauen wir uns eben auch mal an, was vielleicht der Grund ist, warum sie nicht boomt, weil die Amerikaner schon über beide Ohren verschuldet sind. Nämlich mit Studentenkrediten durchschnittlich $5.500. Man hat Autokredite durchschnittlich $4.800 in den Miesen. Und jeder US-Bürger hatte durchschnittlich etwa $3.200 Kreditkartenschulden. Und hier sehen wir, dass gerade in 2018, im Weihnachtsgeschäft 2018, also vor gut einem Jahr, sehr, sehr viel Geld ausgegeben wurde. Mehr als sonst üblich von den Amerikanern im Konsumrausch.
Und fast die Hälfte der Amerikaner zahlt jetzt immer noch erstmal diese Schulden aus dem Jahr 2018 zurück, der Weihnachtseinkäufe aus dem Jahr 2018. Dementsprechend dürfte die Wall Street heute sehr, sehr genau hinschauen um 14.30 Uhr, was diese Zahlen bringen. Denn der US-Konsument ist das Rückgrat, ist die Stütze dieser Ökonomie. Noch ein paar Anmerkungen in Sachen Trump. In Sachen Iran, interessanterweise hier ein Bericht der Washington Post, wonach Trump die Europäer bedroht hat mit 25% Autozöllen, wenn die Europäer nicht sagen, der Iran habe dann den Atomdeal verletzt und hier müsse man jetzt agieren. Also Trump hat hier wieder mit erpresserischen Methoden gearbeitet, die Europäer haben gezuckt. Irans Außenminister hat gestern gesagt, ja, Europa, ihr seid die größte Ökonomie in der Welt, warum lasst ihr euch von den Amerikanern so rumschubsen? Das ist durchaus ein Punkt. Heute übrigens noch 14.30 Uhr, dann der Philly Fed Index. Schauen wir uns die Dinge an in den Charts der S&P 500 und die Charts von Capital.com. Der S&P 500 jetzt unmittelbar an der 3.300er Marke, psychologisch wichtig, aber eben auch Widerstand. Wir sehen Nasdaq 9.071, wir sehen den Dow Jones über der 29.100er Marke wieder. Gestern, da gab es schon mal so ein Rücksetzerchen, irgendwie Folge der Unterschrift unter den Deal, weil man sich gesagt hat, naja, so wahnsinnig substanziell scheint das ja alles nicht zu sein. Asiens Märkte heute weitgehend unverändert, sowohl in Japan als auch in China. Wir sehen den DAX jetzt, der ja seit Tagen irgendwie in dieser recht schmalen Range 13.400, 13.460 handelt, wenig verändert, 13.450. Wir haben Euro-Dollar ein bisschen jetzt unter Druck, 1,1145, aber homöopathische Dosen nach unten. Wir sehen Gold bei 1500, knappe 52 und Crude Oil knapp über der 58 Dollar. Viel Propaganda, viel heißer Wind, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wie oft die Algos hier diesen ganz tollen Deal eingepreist haben. Jetzt ist es so, wenn die Chinesen nicht das liefern, was sie versprochen haben, dann wird sofort praktisch durch Trump neue Zölle wieder installiert. Das ist sozusagen der Mechanismus. Es gibt kein Schiedsgericht, kann man sagen. Also nicht irgendeine Organisation, die dann als Schiedsgericht fungieren könnte, sondern man hat 90 Tage Zeit, wenn eine Seite reklamiert, dass da was faul ist. Also es ist so eine Geschichte, die auf sehr viel Goodwill basiert. Und ich glaube, das wird noch eine ganz heiße Geschichte werden mit diesem Deal. Mehr Propaganda als Realität. Ihnen einen guten Start in diesen Donnerstag, meine Damen und Herren. Servus und ciao.